Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Monkey Island, The Curse of Monkey Island mit dem Zwergenfürst. Wir spielen weiter hier im Spiel, wir machen hier weiter. Wir lassen uns frisieren. So muss ich jetzt mal in die Steuerung wieder reinkommen. Er sieht wie ein echter Profi aus. Mit Tee war es trocken, oder? Ein Haarschnitt. Ich will diesem Haarschnitt erst noch den letzten Schliff geben. Dann nimm Platz. So, und was wir jetzt machen müssen, ist Hebel aktivieren. Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab, wenn ich aufstehe. Briefbeschwerer. Ich komme nicht ran. Ich stehe zu niedrig. Verdammt. Wenn Briefbeschwerer irgendwie... Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab. Okay, irgendwie können wir. Wir müssen mit dem Hebel irgendwie. Wir müssen den Hebel betätigen. Wenn er weggeguckt, vielleicht. Und genauso. Ach! Hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Genau so machen wir's. Und hoch geht's mit uns. Bis an die Decke. Und wir holen uns die Schere. Die große Schere. Und runter mit uns. Puh, ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ach ich was, sollte mir deine die ganzen Insel. Dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Aha, okay. Ja, wir haben die Schere. Die große und lange Schere. Und ich weiß sogar schon, was wir damit machen können. Ich habe da so eine Idee. Ich habe mich so geärgert. Direkt nach dem letzten. Nachdem ich den letzten Stream aufgehört habe, bin ich hier noch ein bisschen rumgelaufen. Ist mir sofort aufgefallen. Ja, da braucht man nur eine Sekunde aus dem Spiel raus und dann. Manchmal hat man es. Ja. Ich mag das Norddeutsche von dem großen Mann. Lieber. Ja, wir haben hier doch eine Hecke. Wir haben eine Hecke, da haben wir doch hier im Inventar haben wir jetzt eine große Schere. Damit können wir den Busch durchschneiden. Und dann kommen wir hier mal weiter. In ein neues Gebiet. Ich frage mich, ob dieses Schild irgendetwas zu dieser Blume, die ich gerade abgeschnitten habe, zu sagen hat. Ipecac, Cephaelis ipecacuana, eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Aha, ein Brechmittel, wofür wir das brauchen können. Irgendwofür haben wir jetzt Brechmittel. Na komm, durch das Gestrüpp. Ein neuer Pfad. Tut sich auf. Zum Einbrechen? Kann sein. Ah, da schlagen wir uns durchs Gestrüpp und kommen dort an. Hinten auf einer Klippe. Das Brechmittel können wir vielleicht für den großen Friseur nehmen. Vielleicht hilft das beim Baumstamm werfen, wenn er brechen muss, wenn er zerbricht beim Baumwerfen, wenn er einbricht. Ha. Was mag denn das Schild bedeuten? Idee. Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange? Oh nein. Von der Schlange gefressen. Nun, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber wir haben eine Spitze. Ich möchte das nicht feststecken. Dann schneide ich halt mit der Schere raus.
Nicht. Das will ich nicht durchschneiden. Okay, willst du da drin bleiben oder was? Das will ich nicht durchschneiden. Ach, verdammt. Das will ich nicht durchschneiden. Aber wir müssen doch hier irgendwie... Ich komme nicht dran. Jetzt sind wir in der Schlange drin. Können wir hier irgendwas in der Schlange kombinieren, damit das... Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Okay. Das will ich nicht durchschneiden. 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 Wie kommen wir jetzt aus der Schlange raus? Oh, die Szene ist super BSG erwünscht. Was heißt BSG? Ah, Brechmittel. Sekunde. Brechmittel. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischt. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Okay, wir müssen die Blüte mit irgendwas mischen. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Kaugummi nützt hier nichts. Gut, hast es. Aber wie? Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ein Brechmittel, aber wie? Sie wird die Blume allein nicht mögen. Ja, müssen wir mit irgendwas kombinieren. Können wir die Blüte mit irgendwas kombinieren? Bauchrednerbuch. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Also mit nichts aus dem Inventar. Wir können es mit nichts aus dem Inventar zusammenpacken. Also müssen wir was mit irgendwas draußen. Ein Steinkopf. Sie wird die Blume allein nicht mögen. Wir können es mit nichts kombinieren. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Tja, Können wir irgendwie die Hand nehmen oder irgendwie... Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Spielgeld nützt hier nicht viel. Nein. Ich möchte das nicht feststecken. Das muss nicht beschwert werden. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Schon mit dir kombiniert? Geht ja gar nicht. Wir sind hier in der Stange. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Geht nicht. Das ist nicht die Möglichkeit. Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Kaugummi nützt dir nichts. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Tja. Das ist nur zum Lesen gedacht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Spielgeld nützt hier nicht viel. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Tja. Tja, dann wohl ein langsamer Verdauungstod. Sieht so aus. Ich habe auch keine Idee mehr. Ich bin schon am Komplettlösung raussuchen. Mir fällt nichts. Wir haben alles ausprobiert. Mir fällt nichts ein. Beim besten Willen. Es ist wahrscheinlich wieder irgendwas komplett. Das Einzige, was wir noch nicht ausprobiert haben, und ich blick's einfach nicht. Es ist so naheliegend.
Wenn man die Lösung weiß, dann ist ein Rätsel immer ziemlich einfach. Das ist, ja, das ist grundsätzlich. Wenn man die Lösung von einem Rätsel weiß, ist das immer ziemlich einfach. Das ist immer. Hey, Internet, der Bärtige cheatet schon wieder. Ich habe das Internet zur Verfügung. Ich habe das Wissen der Welt zur Verfügung. Warum soll ich es nicht nutzen? Ich meine, wenn es komplett Lösungen gibt, warum sollte man sie nicht? Ja. Dann nutzt man sie doch. So. Na komm. Das ist eine Inhaltszusammenfassung. Keine komplette Lösung. Eine Spielbeschreibung. Tja. Wir haben alles ausprobiert. Hast du eine Idee, Mordi? Karte. Theater. Okay, das haben wir schon gemacht. Das war im Theater. Mit der Schere schneiden wir uns den Weg frei, das haben wir gemacht. Dann landen wir im Inneren der Schlange. In der Schlange sind noch weitere Gegenstände, die wir insgesamt mit noch in der Schlange sind Gegenstände, die wir einstecken können. Aha. Wir haben ein Fabergé-Ei. Es ist, ich habe die ganze Zeit auf das Fabergé-Ei draufgeklickt. Ich habe die ganze Zeit draufgeklickt. Wir können hier Sachen in der Schlange einsammeln. Ich sag's doch, es ist direkt vor der Schnauze. Das ist mal wieder. Es ist die jede Menge Zeugs. Wir können hier Sachen einsammeln, die in der Schlange drin sind mit uns. Es ist. Jetzt haben wir ein volles Inventar. Jetzt können wir hier. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier noch benutzen können. Hier. Jetzt können wir uns hier weiterhin durchklicken. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Okay, mit einem Fabergé-Ei. Wir haben Staubsaugerzubehör. Wir haben alte Telefonbücher. Wir haben Enzyklopädie. Wir haben streng geheime Pläne. Stoff. Genossen. Hat das geballte Wissen der Menschheit nutzt es, um 90er Adventures zu cheaten, statt schwarze Löcher zu erforschen. Genau. Genau das. Beim Stoffköter. Er ist kuschelig, aber ich will endlich aus dieser Schlange heraus. Reservierungsbeleg. Da war ein Reservierungsbeleg. Da weißt du schon, wozu wir den brauchen. Naturalien. Naturalistenüberreste. Da ist ein Forscher verschluckt worden. Pfannkuchensirup. Pfannkuchen haben wir. Wir haben Pfannkuchen. Das ist, wie wär's denn damit zum Beispiel? Das würde mir nicht aus dieser Schlange heraushelfen. Nicht? Vielleicht andersrum. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischen kann. Es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. Ach so, jetzt. Okay, ja, das. Jetzt haben wir Ipecac-Sirup, Brechmittel-Sirup. So, wie wär's denn jetzt damit? Jetzt kotzt die Schlange uns aus. Ausgekotzt. Puh, das war aber knapp. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt sicher bin. Hey! Treibsand.
Irgendwas im Inventar. Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Nein! Das ist ja ein seltsames Gefühl. Nein, nicht in den Überblick, in den anderen tollen Sachen. Nein. Der Treibsand, der böse Treibsand. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Autsch! Ich habe den Dorn. Ich hoffe, es war die Sache wert. Na, wir haben einen Dorn im Inventar. Sehr schön. Ein Schild. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Nein. Nein. Am Schilf. Wir haben ein Schilf vor. Sehr schön. Am Hühnchen festhalten. Nein. Dann halt ich am Ast. Nicht ran. Vielleicht kommen wir mit was anderem ran. Vielleicht können wir... Ich möchte das nicht feststecken. Nein. Du möchtest es schneiden. Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Mit einem Zauberstab vielleicht. Der Zauberstab hat keine Wirkung da. Tja, Ich kann mich in diesem Treibsand... Ich komme nicht dran. Kein Ast, kommst nicht ran an den Treibsand. Wenn ich umschlage, sink ich nur noch schneller. Tja, vielleicht kann man ein Feuer machen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Vielleicht hier das. Tja, also. Ein Briefbeschwerer. Das muss nicht beschwert werden. Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Wenn ich nur... Ballons hast du, vielleicht kannst du... Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Mit dir selbst? Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Dann kannst du den Drohnen werfen. Wenn ich unter Stress stehe, kann ich nicht zielen. Ich könnte daneben treffen. Mal schweben lassen, aber ja, vielleicht können wir den Stein schweben lassen. Sehr schön. Ein schwebender Stein. Und jetzt? Ich lege es besser noch nicht zur Seite. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir einen schwebenden Stein. Oh no. Können wir noch weitere Sachen schweben lassen? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon. Nein. Nein. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Okay, Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht. Den Ballon zum Schweben gebracht. Und VD spielt Subnautica. Schön. Ballon durchschneiden. Wenn ich ihn jetzt platzen lasse, werde ich nie aus dieser Grube herauskommen. Mit einem Stock. Ich kann nicht genug Luft durch dieses Rohr pusten, um den Ballon zu bewegen. Ein Spielgeld ist hier nicht viel. Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Ein Weltklasse Blasrohr. Was haben wir jetzt? Was war das? Ach, wir haben das, den Stachel haben wir jetzt. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Wenn ich ihn jetzt platzen lasse, werde ich nie aus dieser Grube herauskommen. Okay, wir haben Blasrohr und wir haben einen schwebenden Stein. Tja, also... Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen können. Wir haben eine Enzyklopädie. Können wir uns durchlesen.
Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Zerschnitten. Das will ich nicht durchschneiden. Nicht. Wenn ich ihn jetzt platzen lasse, werde ich nie aus dieser... Tja, wir haben ein Glasrohr. Was machen wir mit dem Glasrohr? Das will ich nicht erschießen. Das will ich nicht erschießen. Das will ich nicht. 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 Das will ich nicht erschießen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Selbst mit dem Skelettarm komme ich nicht dran. Tja, bin ich mal wieder ratlos. Das will ich nicht erschießen. Das Huhn ist weg. Wo ist das Huhn hin? Ach du Schreck. Wo ist das Huhn hin? Habt ihr das Huhn gesehen? Wo zum Henker? Es war doch eben noch da. Das Huhn ist weg. Wo ist das Huhn hingegangen? Ach du Schreck. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Wahrscheinlich sollten wir das Huhn irgendwie erschießen, aber das ist, Das will ich nicht erschießen. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Wir haben ein Blasrohr und ein... Plötzlich versunken, schätze ich. Wir haben Blasrohr und einen fliegenden Stein und wahrscheinlich ist das Huhn... Wahrscheinlich ist das Huhn eine Lösung. Teil der Lösung, wie ich das kenne. Ich gehe davon aus, dass das Huhn Teil der Lösung ist. Warum wäre es denn sonst da? Und jetzt ist es uns weggepackt. Vielleicht. Na toll, wir können den Stein wegpusten. Als ob. Perfekt. Endlich mal, was das funktioniert. Ah, verdammt. Hey. Können wir jetzt vielleicht mit dem... Dem Himmel sei Dank für diese unvorhersehbaren Passatwinde. Können wir jetzt vielleicht mit dem Blasrohr auf den und das Huhn treffen? Okay, wir brauchen das Hühnchen nicht. Aber wir sind hier rausgekommen. Sehr schön. Wir haben ein Boot. Piratenschiff. Wir schwimmen mal rüber zum Piratenschiff. Vielleicht können wir was anderes nehmen, da brauchen wir noch eine Crew und eine Karte. Weggebuggt, das Spiel ist etwa 30 Jahre alt, es gab zu der Zeit noch keine Bugs. Na sicher. Sicher gab es da damals noch keine Bugs. Einen Bug habe ich ja sogar schon entdeckt. Was? Wer bist du? Hallo. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Nun, wir werden gleich sehen, was mein Kapitän von deinen Drohungen hält. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossi, der erste Mat. Und mein Kapitän? Fossi. Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutsch? Genau, Kapitän Lutsch. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Ich habe gar keine Idee, wer jetzt... Ich habe absolut keine... Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Ich habe keine Idee, wer dieser mysteriöse Letch ist, der Kapitän Letch. Wer könnte sich dahinter verbergen? Ich habe gar keine Idee. Und hast du eine Ahnung, wer hier ist?
wer hier vielleicht versehentlich genannt wurde. Ich habe absolut keine Ahnung. Hast du nicht, glaub mir. Wer wohl dieser Kapitän Letsch ist? Oh, über die Planke bin ich schon auf dem Weg nach oben gelaufen. Reicht das? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Affen. Sollen wir ihn über die Planke schicken? Affen auf dem Boot. Irgendwelche letzten Worte, Sweetboot? Ich komme zurück und leg euch alle um. In Ordnung, hinein mit dir. Ich komme wieder. Das ist komisch. Es hat nicht Platsch gemacht. Platsch! Ah! Platsch. Alles klar. Wir haben die Haie, vielleicht können wir mit denen interagieren. Ich glaube nicht. Ich werde niemals in der Lage sein, das aufzuheben. Nein. Es ist die Planke, über die ich gehen musste. Vielleicht können wir irgendwie... Okay. Das Teerfass umstoßen. Es ist ein altes, vergammeltes Teerfass. Wer ist da? Du schon wieder. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber es wird dir noch leid tun. Ich bin hier schon. In Ordnung. Hinein mit dir. Klatsch. Okay, wir müssen irgendeinen Weg finden, unbemerkt hinaufzukommen. Wir haben Blasrohr, vielleicht können wir... Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Ja. Wir können, wenn wir oben sind, nur eine Sache machen, bevor wir entdeckt werden. Bananenschale klauen. Ab in den Laderaum. Nein. Wer ist da? Affenalarm. Du schon wieder. In Ordnung. Hinein mit dir. Vielleicht müssen wir irgendwas ins Fass werfen. Aha, ich habe eine Idee. Wir haben doch einen brennenden Holz. Holzdings im Inventar. Vielleicht können wir. Das wäre ja mal eine Idee. Könnte klappen. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Schade. Also nicht. Können wir irgendwas umschneiden oder irgendwas? Nur zur Schere mit der Tür. Ne, mit dem Seil hier wollte ich. Und Laderaum. Tja, ich dachte hier mit dem. Mit der was kann man mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Wer ist das? Ja. Also. Du schon wieder. In Ordnung, hinein mit dir. Ich habe keine Ahnung. F-
vielleicht. Nur so eine Idee. Die Planke ist zu dick, um sie mit der Schere zu zerschneiden. Ich möchte das nicht feststecken. Planke einfach abmachen, dann können wir nicht mehr über Bord gehen. Tja. Also,